Und damit herzlich willkommen zurück in Planet Coaster. Und wie man es gerade so schön sieht, wir machen ein bisschen Profit. Das heißt, ich möchte das Darlehen mal so laufen lassen. Vorerst. Ja. Ich hoffe, das geht sich irgendwann irgendwie aus, dass wir trotzdem so ein kleines bisschen vorankommen können. Ich würde jetzt bis zu dem Punkt, wo ein bisschen Geld da ist, einen kleinen Cut machen. Und dann weitersehen. Wobei, wir könnten auch einfach dreisterweise hier ein bisschen optimieren. Wie viel verdient denn das Teil theoretisch? Ja, wobei, also viel mehr wird es wohl gar nicht werden. Die müssen jetzt erstmal nachrutschen, damit wieder ein paar reinkommen können. Die Fahrsequenz ist halt relativ lang. Da ist die Frage, wollen wir in den Sequenzen wirklich runtergehen? Oder wollen wir es so lassen und bei diesem Profit, den wir machen, bleiben? Können wir hier irgendwas machen mit dieser Kriminalität? Das ist, ich würde gern. Ich meine, man kann die irgendwie erkennen. Die Kriminellen grundsätzlich. Also das soll wohl möglich sein. Erstens sind sie wohl alleine unterwegs und zweitens fahren die keine Fahrgeschäfte. Ja, die geben kein Geld aus. Die kommen hier nur in den Park, um ja, Diebstähle zu begehen. Was bist denn du? Sieht nicht so aus, auch wenn es eine Einzelperson ist. Aber müssen wir mal gucken. Gruppenbudget. Insgesamt ausgegeben. Ja, für Fahrgeschäfte was ausgegeben. Also ist das schon mal kein Dieb. Zumindest so, wie ich das verstanden habe bisher. So, wie sieht es denn hier aus? Auch was für Fahrgeschäfte ausgegeben. Nun denn. Wie können wir das denn? Kann ich da. Hat ein technisches Problem, ja, das ist natürlich nicht so schön. Können wir irgendwie manuell eingreifen? Ich befürchte, nein. Weil selbst wenn wir uns hier einklinken, wir müssten den bewusst sehen, um ihn dann rausschmeißen zu können. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir den ausgerechnet jetzt hier begegnen, ich kann mir vorstellen, dass das recht gering ist. Ein cooles Feature ist es schon, ja. Muss man ja mal zugeben. Oh, hier kann ich auch durchswitchen durch die Kameras. Ja, hier sieht es natürlich ziemlich leer aus noch, ganz klar. Ja, Vandalismus gibt es jetzt übrigens auch, aber irgendwie bisher noch keiner gesichtet. Und bevor ihr euch jetzt Sorgen macht, dass man dann immer alle Objekte selber tauschen muss, nein, erstens gibt es die Möglichkeit, wenn ihr aufgepasst habt, hier Kriminalstatistik, dann kann man hier manuell für Geld die Sachen automatisch ersetzen. Oder aber auch die Mechaniker sind in der Lage, die Teile zu reparieren. Ja, da dauert es halt nur ein bisschen länger. Und dementsprechend, ja, es handelt sich mehr oder weniger von allein, denke ich. Die Frage ist, inwieweit kommen wir jetzt mit dem Thema an sich hier weiter? Minus 3, minus 4000. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie eingreifen. Ich glaube, ich mache das doch mit dem Darlehen, dass wir hier mehr abzahlen, und zwar 1000 im Monat. Dann sind wir nämlich hier in 4 Monaten durch. Und das dürfte relativ zügig gehen, auch wenn wir da jetzt natürlich massiv ins Minus geraten. Ich kann ja nicht noch eins hinzufügen, ne? Nee, nee, es gibt nur das eine. Und ja, da müssen wir dann hoffen,
dass diese 500 weniger, beziehungsweise 1000 weniger jetzt im Moment, aber ursprünglichen 500 weniger im Monat so ein bisschen das rausreißen, dass wir wieder was verdienen und hier alles auch mal ein bisschen aufwerten können, weil Prestige dürfte bei dem Ding quasi null sein. Naja, 354, 45, das ist nicht wirklich viel. Ja? Also, meh. Nur bedingt gut. Hier dürfte es ein bisschen besser aussehen. Nee, auch nicht. Wobei Q-Line-Szenerie relativ hoch ist. Also die paar Gebäude, die wir da hingestellt haben, zeigen durchaus ein bisschen Wirkung. Müssen wir hier auf kurz oder lang wohl auch noch machen. Aber naja, so an sich. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Ich meine, wenn die Besucher von da oben kommen, was versteckt sich denn hier? Oder ist hier hinten irgendwo der Spawnpoint für die Besucher? Aber das ist eigentlich Quark, weil es. Nee, hier hinten ist gar nichts, außer Schwärze. Oder habe ich mich hier irgendwie vertan und hier oben ist gar nicht der Eingang zum Park, also der Spawnpoint für die Besucher. Auf jeden Fall ist hier aber Parkeingang, definitiv. Und die kommen auch alle von hier gelatscht, also das ist definitiv hier oben, ja. Doch. Was das dann da unten soll, keine Ahnung. Oh. Hier hat ein Verkäufer gekündigt. Da machen wir gleich mal wieder auf. Wobei, nee, die Info können wir zulassen. Wir haben ja noch gar keine Premium-Warteschlangen. Das wird dann erst mit einem Coaster kommen. Denke ich. Ja, vorher braucht man mit sowas wahrscheinlich nicht anfangen, beziehungsweise halte ich es für relativ sinnlos. Obwohl es eine gute Einnahmequelle wäre, davon abgesehen. Ne? Also, gibt es hier eine Premium-Warteschlange? Nee, gibt es nicht. Gibt nur die normale. Und hier kriegt man auch keine mehr so wirklich rein, denke ich. Nee, das wird wahrscheinlich nicht, dass wir hier noch irgendwie eine Premium-Schlange anbinden. Wir müssten dazu hier oben irgendwie rauskommen und hier wieder reinkommen. Und nee, da müssten wir die Q-Line neu aufbauen. Dann würde es gehen. Aber ob sich das rentiert, ist halt die Frage. Wer weiß, wer weiß. Kleines Karussell wäre cool, noch hier irgendwie reinzusetzen, hier hinten. Ja, dahinter oder so. Aber haben wir im Moment nicht zur Verfügung und auch gar nicht erst das Geld dazu, davon abgesehen. Nee, zur Verfügung haben wir es nicht, das müssten wir uns erforschen. Wie, haben wir jetzt den Kredit? Ne, der ist noch gar nicht abgezahlt und trotzdem macht man irgendwie weniger Minus, habe ich das Gefühl. Also so ganz so schlecht läuft es ja gar nicht. Trotz, dass wir 1000 im Monat abzahlen, kommen wir so ein bisschen in die schwarzen Zahlen. Das ist gar nicht so übel. Das macht Mut für die Zukunft. Hat natürlich einiges an Gästen gezogen hier. Die ganze Geschichte hier hinten ist ganz klar. Und zieht auch gut Besucher. Alle drei Fahrgeschäfte sind ganz gut ausgelastet. Ich würde mal hier noch schnell mal reingucken wollen. Genau, mach mal bitte volle Besetzung, damit wir hier auch ordentlich abfertigen. Nicht, dass die immer nur zum Teil besetzt fahren. Das wäre ein bisschen schade. Tatsächlich, wir haben Profit gemacht. Nicht schlecht. Wie sieht denn das aus? Personal, alle bitte. Also ein paar sind hier, die sind nicht ganz so zufrieden. Unsere Reinigungskräfte zum Beispiel. Okay. Fortbilden können wir natürlich jetzt nicht, weil es Geld fehlt. Haben wir Shops, die problematisch sind? Attraktionen und Läden, ist hier noch was anderes zu? Also der Info? Nee. Die Info ist das Einzige, was geschlossen ist. Und das ist auch okay so. Also brauchen wir uns keinen Kopf zu machen. Wir machen halt alle Minus, das nervt mich ein bisschen.
Bis auf den einen Cosmic Cow hier. Machen die alle Minus. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, je länger das hier läuft, desto eher kriegen unsere Gäste auch mal Hunger. Und von daher, naja, mal abwarten. Vielleicht pendelt sich das noch ein. Was machen wir denn hier oben eigentlich? Also, da müsste ja auch noch was hin, um da ein paar Gäste hinzulocken. Unten geht es ja auch noch mal durch. Es sind unglaublich viele Wege in diesem Park, wo schwer zu sagen ist, wo sie denn hinführen. Okay, hier ist einfach nur so ein Durchgang. Aha. Okay. Geht's auch wieder runter? Also es ist schon ziemlich irgendwie, es wird auch wieder eine Sackgasse sein wahrscheinlich. Sieht jedenfalls stark danach aus. Tja. So, wir sind zwar noch im Minus, aber an sich sah der letzte Monatsbericht ja nicht so schlecht aus. Die Queue-Lines hier sind noch ziemlich voll. Das gefällt mir ganz gut, außer bei dem Riesenrad. Aber gut, okay. Ja, was habe ich da erwartet, ne? Und immer noch Profit gemacht. Wunderbar. Jetzt müssten wir auch langsam in Richtung Abzahlen des Darlehens kommen. Ja, noch einen Monat. Das ist sehr schön. So grundsätzlich. Dann können wir nämlich richtig Kohle machen. Dann gibt es nämlich nochmal 1.000 extra obendrauf jeden Monat sozusagen und können dann auch wieder anfangen, weitere Attraktionen zu bauen, was uns ein bisschen retten sollte. Was würden wir denn theoretisch für einen 1.000er kriegen? Also, Collider nicht. Elixir Machine kostet knapp 2, der hier kostet 5,6, das hat man schon. 2,6, 1,9, 4.000, 1,8. 1,5,2,1. Also alles nicht so. Aber wir könnten eines der Ziele mit den Flatrates ganz gut erreichen, nämlich die 4,0 bei den drei beliebigen Attraktionen. Eins haben wir ja schon und wir haben zwei schon erforscht. Ne, mehr sogar. Eins. Zwei. Drei. Vier. Den haben wir. Also vier andere hätten wir noch zur Auswahl, was mir recht gut gefällt. Also das sollte locker erreichbar sein in dem Moment. Ja, das ist so ein Ziel, wo wir als erstes hinarbeiten könnten, eben weil die Dinger dann ja auch Kohle abwerfen und demnach ja nicht so problematisch sind. Okay, da können wir das abschließen. Mal ein bisschen einen Plan machen hier, wie es weitergeht. Wir könnten noch ein paar kleinere Attraktionen dann definitiv hier hinten irgendwie platzieren. Ja, so in dieser Stadt drinne. Man kann sich ja dann so vorstellen, okay, die wären temporär eben während der Rennveranstaltung und so. Wobei das alles eigentlich Quark ist hier, weil das ja alles ein Freizeitpark ist. Aber durch diese Nachempfindung dieser originalen Rennstrecke mit dieser Stadt, ich möchte nicht eine Achterbahn mitten reinknallen, das ist nicht Vegas. Okay. Es ist ja bisher nicht viel passiert. Das heißt, wir können eigentlich nur gucken, dass wir weiter ein bisschen optimieren. Ich weiß, was wir noch machen jetzt zum Schluss. Da wird die Folge ein bisschen kürzer. Aber dafür, Moment, lass mich mal ganz kurz auf dem Handy was googeln. Ja, ich muss nämlich kurz mal hier was rausfinden. Sekunde, lasst mir einen kleinen Moment, einen kleinen Moment. Ach verdammt, also ich mache schon wieder totalen Blödsinn hier. Da. Okay. Genau. Okay, alles klar. So, wir gehen jetzt nämlich auf unseren Go-Kart-Track hier. Und nennen das Teil jetzt einfach mal um in Bollard. Und das gibt uns nämlich die Möglichkeit, die Dinger manuell zu fahren. Und das werden wir jetzt mal tun, so zum Abschluss.
Ich hoffe, ich komme damit irgendwie klar. Na, das hat jetzt aber nicht so gut funktioniert. Erstmal normale Geschwindigkeit machen. So. Ballard. Und dann funktioniert es irgendwie nicht. Ach nee, warte mal. Quark, totaler Quatsch. Ich muss ja einen Gast so nennen. Meine ich jetzt. Wenn ich den jetzt umbenenne in Bollard. Zack. Und dann hier drauf gehe. Geht das jetzt? Oder muss das Rennen erstmal zu Ende sein und dann kann ich übernehmen? Ich weiß es nicht. Sieht jetzt nicht so aus. Warum geht's nicht? Habe ich mich jetzt verlesen? Ich war doch gerade extra nochmal nebenbei auf dem Handy im Forum. Nee, nee, ist so. So, Moment, Moment. Es soll eigentlich funktionieren, wenn ich das Teil hier umbenenne in Bollard. Vielleicht muss es groß geschrieben sein. Zack, probieren wir das mal. Und das soll jetzt eigentlich funktionieren. Mal gucken, vielleicht wenn es neue Rennen gestartet wird. Mal einen Moment abwarten. Vielleicht klappt es doch noch. Na, jetzt ist das alte Rennen gerade erst zu Ende. Ja, komm. Also die Benennung haut jetzt hin. Ja, macht mal ein bisschen Eier. Gut, jetzt kommen neue Gäste rein. Und jetzt kann ich jetzt ready to race. Nee, irgendwie nicht. Ist das... Doch, 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 es geht, es geht, es geht, ich fahre selber. Jawohl! Haha, sehr geil. Na, und ich mache totalen Mist. Cool. Ist gar nicht so einfach zu kontrollieren hier, die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Also eine Racing-Simulation wird hier nicht raus, aber nettes Gimmick. Das probieren wir dann auf der längeren Strecke, denke ich, auch nochmal. WASD ist zwar jetzt nicht die perfekte Kombination für sowas, weil ich mache das hier mit zwei Händen. Ich habe quasi die linke Hand auf W und S und die rechte Hand auf A und D. Man verknotet sich da gerne mal ein kleines bisschen, aber so grundsätzlich. Ah, Mist, jetzt drehe ich mich. Der Auslöser ist wahrscheinlich zu schnell, zu lange. Wenn man zu schnell ist, wenn man dann zu lange lenkt, dann löst es das wahrscheinlich aus. Okay, also, wir sind Sieger. So ist das. Jetzt übernimmt der Computer wieder, alles klar. Haha, sehr cool. Okay, und mit diesem Sieg verabschiede ich mich aus dieser Folge und wünsche euch ein paar schöne Tage. Bis zur nächsten dann, ja? Ich bin Danny, ich bin jetzt raus hier. Bis dahin, haut rein.